Willkommen zurück. In diesem Video wollen wir uns gemeinsam das sogenannte Array anschauen und wenn wir es schaffen, auch gleich die ArrayList. Ich habe hier ein neues Projekt erstellt mit der Bezeichnung Array und hier habe ich im Source-Ordner eine neue Klasse erstellt, die auch Array heißt. Okay. Stell dir vor, wir wollen jetzt hier ein kleines Unternehmen modellieren und wir haben da verschiedene Mitarbeiter. Dann könnten wir jetzt hier natürlich sagen, String Mitarbeiter 1 gleich Wagner, das Ganze kennst du ja schon. String Mitarbeiter 2 gleich Kalbig oder was weiß ich. String Mitarbeiter 3 gleich Hoffmann und so weiter. Du siehst schon, wir hätten hier jetzt natürlich, je mehr Mitarbeiter das wären, ewig viel Code. Wir müssten hier jeweils einen eigenen String erstellen und das Ganze ist einfach ineffizient. Dafür haben wir jetzt ein sogenanntes Array. Ein Array ist ein Datentyp, in dem wir wiederum mehrere Variablen vom gleichen Typ drin speichern können. Wie erstellt man ein Array? Wir sagen hier String, dann eckige Klammern. Wir benennen unser Array, das heißt, ich nenne das Ganze jetzt Mitarbeiter. Wir können das Ganze auch theoretisch nach Abteilungen untergliedern, also könnte ich jetzt sagen Mitarbeiter Vertrieb gleich New String. Und hier geben wir in eckigen Klammern an, wie viele Mitarbeiter in unserer Abteilung arbeiten. Das sind bei mir jetzt mal 3. So, ich fasse es nochmal zusammen. Hier geben wir den Datentyp unseres Arrays an. Also in unserem Array hier sollen Strings gespeichert werden. Dann sagen wir eckige Klammern. Kannst du dir vorstellen wie so ein Platzhalter. Dann der Name des Arrays und wir erzeugen das Ganze mit New String und hier die Anzahl, wie viele Elemente wir im Array speichern können. Das Ganze ist statisch, das heißt, es kann im Nachhinein nicht mehr verändert werden. Wir müssen also davor wissen, wie viele Elemente wollen wir drin speichern. So, jetzt können wir das Ganze befüllen, indem wir sagen, Mitarbeitervertrieb an der Stelle 0 gleich Wagner. Denkt dran, das Ganze ist hier wie beim Index mit den Zeichen bei einem String. Das heißt, der PC fängt wieder bei 0 an zu zählen. Das erste Element in unserem Array hat den Index 0. So, dann sagen wir Mitarbeitervertrieb an der Stelle 1 gleich Hoffmann und wir wollen uns das Ganze jetzt einmal ausgeben lassen und anschauen. Dafür brauchen wir die Arrays.toString Methode. Das war die falsche. .toString und wir übergeben hier unser Array. Wenn das Ganze, du siehst jetzt hier, bei mir ist das schon automatisch importiert worden, sollte das nicht funktioniert haben, hier mit der Maus über das Arrays drüber und dann sagen Import Class. Also Arrays.toString. Und dann übergeben wir hier das Array, das ausgegeben werden soll. Schauen wir uns das einmal an. Wir haben hier unser Array mit 3 Elementen drin. Das erste Element Wagner, Hoffmann. Und an der dritten Stelle ist noch nichts drin. Deshalb haben wir jetzt hier dieses Null. Das Null bedeutet eben, wir haben an diesem Platz, an dieser Stelle noch kein Element drin. Dann schreibe ich hier mal einen Kommentar dazu. Array erzeugen. Und kommentiere das einmal aus. Und wir machen weiter. Jetzt sage ich hier mal Array befüllen mit Vorschleife. Damit wir jetzt eben nicht die ganze Zeit hier oben sagen müssen, Mitarbeitervertrieb an der Stelle XY ist gleich, können wir jetzt hier auch eine Vorschleife machen und das Ganze effizienter gestalten. Also sage ich jetzt wieder neues Array. Von mir aus iSorten gleich New String. Wir wollen 4 Eissorten hier drin speichern, die bieten wir jetzt an. Und dann erzeuge ich einen neuen Scanner. Scanner von System.in. Kennen wir alles schon. Okay, wir sagen unserem Benutzer, bitte gib uns einmal 4 Eissorten ein. Bitte 4 Eissorten eingeben. Und mit einer Vorschleife gehen wir dazu drüber. Das heißt, wir sagen int i gleich 0. Für i kleiner gleich 4, i plus plus. Warum i kleiner gleich 4? Wir wollen ja hier 4 Durchläufe haben. Das heißt, wenn wir das so programmieren, läuft es durch für i 0, 1, 2, 3. Das heißt 4 mal insgesamt. Okay, dann sagen wir jetzt iSorten an der Stelle jeweils i ist gleich scanner.next.
So, dann geben wir uns unser Array natürlich noch einmal aus. Arrays.toString. iSorten. Schauen wir uns das Ganze einmal an. Bitte 4 iSorten eingeben. Erdbeer, Haselnuss, Schoko, Zitrone. Und wir sehen hier, das Ganze wird jetzt in unserem Array hier drin gespeichert. Jetzt können wir natürlich, wenn wir nicht wissen, wie groß oder wie viele Eingaben der Benutzer uns ja geben will, wie viel Elemente drin gespeichert werden sollen, dann können wir jetzt natürlich hier auch davor sagen, sysout, und wir sagen, wie viele Eissorten sollen gespeichert werden. Das Ganze nehmen wir jetzt entgegen. Integer Anzahl Eissorten gleich scanner.next int. Und dann erzeugen wir hier eben unser Array String Eissorten gleich new String und tragen hier falsch bei der Größe eben unseren Integer ein, der in Anzahl Eissorten gespeichert ist. Das heißt auch, wir können jetzt hier die 4 ersetzen durch Anzahl Eissorten, damit wir hier eben dynamisch sind. Und hier müssen wir in unserer Systemausgabe dann auch sagen, bitte plus Anzahl Eissorten, Eissorten eingeben. Okay, dann testen wir das Ganze noch einmal. Wie viele Eissorten sollen gespeichert werden? 7. Ja, ich gebe jetzt schon irgendwas ein. Schoko, Hasel, Cookie, Joghurt. Puh, was gibt's denn noch? Ich esse nie Eis. Mandel von mir aus, keine Ahnung. So, dann siehst du, hier sind unsere 7 Elemente gespeichert. Und wir haben jetzt schon eine gewisse Dynamik, eine gewisse Flexibilität drin. Und können hier eben entsprechend reagieren, wie der Benutzer das von uns haben will. So, dann kommentiere ich das auch einmal aus. Habe es gerade noch ein bisschen anders formatiert, dass es besser nachzuvollziehen ist. Und wir schauen uns als nächstes an, wie wir ein Array elegant ausgeben können. Wir können jetzt natürlich einmal hier unser Array folgendermaßen ausgeben über arrays.toString. Dann bekommen wir eben dieses Ergebnis. Wenn wir jetzt aber jedes Element darin einzeln ausgeben wollen, wir könnten hier natürlich wieder mit einer Vorschleife drüber gehen. Also int i, i kleiner gleich die Anzahl aller Elemente, die im Array gespeichert sind. Gib uns doch bitte das Element an der Stelle i aus. Also sysout, und dann können wir sagen iSorten an der Stelle i. Allerdings gibt es jetzt hier natürlich eine eigene Möglichkeit, und zwar erstelle ich jetzt schnell ein neues Array, und zwar nenne ich das Automarken, new string, speichern wir jetzt auch schnell 5 drin. Und ich zeige dir jetzt auch gleich, wie du das noch anlegen kannst, beziehungsweise zeige ich dir 2 Sachen. Du kannst nämlich einmal hier sagen, Automarken an der Stelle 0 ist gleich BMW. Du kannst allerdings in diesen Klammern hier auch sagen 0 plus 1, das heißt, du kannst hier drin auch Rechenoperationen durchführen. Nur, dass du das mal gesehen hast. Oder du machst es direkt anders, und zwar können wir auch ein Array, wenn wir schon davor wissen, wie viele Elemente und welche Elemente vor allem drin sein sollen, dann können wir das auch mit geschweiften Klammern erzeugen. Das heißt, wir sagen String Automarken und geben hier in den geschweiften Klammern in Anführungsstrichen jeweils unsere Elemente ein. VW, Audi, Mercedes, was gibt es noch? Opel von mir aus. Und damit haben wir auch ein sauberes Array erzeugt. Wie können wir das Ganze jetzt ausgeben? Wir können sagen, ich programmiere es erst und erkläre es dir dann, for String Marke aus Automarken, gib uns doch bitte die Marke aus. Also, wir sagen hier für jeden String in unserem Array Automarken. Und diesen String benennen wir jetzt. Wir sagen,
Wir wollen diesen String jeweils abspeichern unter Marke. Für jeden String Marke, also für jedes Element Marke, das können wir jetzt benennen, wie wir wollen, aus dem Array Automarken, gib uns doch bitte jeweils in jeder Schleife hier einmal die Marke, also den String, aus. Diese Vorschleife geht automatisch über das ganze Array drüber, eben für alle Elemente, die darin gespeichert sind. Jetzt siehst du auch hier, wird das Ganze sauber ausgegeben. So, ich glaube, das Video wird lang genug und ist auch viel neuer Input. Deshalb jetzt noch eine Sache und dann bekommst du drei Übungsaufgaben. Wir schauen uns jetzt noch ganz kurz ein sogenanntes mehrdimensionales Array an. Da ist so der Klassiker schlechthin das Tic-Tac-Toe-Spiel. Denn da gibt es ja drei Spalten und in jeder Spalte ist wieder eine Reihe mit wieder drei Elementen. Das heißt, ich skizziere das ganz grob jetzt hier kurz auf. Das heißt, wir sagen hier String und machen dann eben, um ein mehrdimensionales Array zu erstellen, hier einfach zweimal die eckigen Klammern. Das nenne ich Spalten. Gleich New String. So, das heißt, in meinem Array sollen drei Elemente drin sein. Und das sind ja wiederum Arrays. Das heißt, in jedem von diesen drei Arrays sollen jetzt wieder drei Elemente drin sein. So komme ich eben auf meine neuen. Wenn wir das Ganze einmal ausgeben, werden wir feststellen, dass die Arrays.toString-Methode hier nicht funktioniert. Funktioniert nur bei eindimensionalen Arrays. Wir probieren mal, wenn wir das hier direkt ausgeben. Also sysout Spalten. Dann siehst du aber, dass du hier nur praktisch die ID des Arrays kriegst, wie das intern abgespeichert ist. Das bringt uns nichts. Das heißt, wir müssen hier wieder mit einer Vorschleife drüber. Das ist aber schon noch wichtig zu verstehen. String-Reihe praktisch aus Spalten. Das heißt, du kannst auch hier in dieser Vorschleife, haben wir jetzt hier wieder unseren Datentypen. Was ist in unserem Array gespeichert? In unserem Array ist ein Array gespeichert, das Strings drin hat. So, wir nennen dieses Array Reihe. Das heißt, wir sagen insgesamt für jedes Element Array String mit dem Namen Reihe aus unserem Array Spalten. Gib uns einmal unser Array Reihe aus. Und dann wirst du sehen, dass ich hier vergessen habe, die Arrays.toString Methode anzuwenden. Arrays.toString. Und jetzt wird das Ganze funktionieren. Dann haben wir hier praktisch unser Spielfeld. Und da kannst du jetzt Elemente setzen. Wenn du jetzt hier in der Mitte praktisch einen Wert eintragen willst, dann kannst du jetzt hier sagen Spalten an der Stelle 1, denn es ist ja die erste Spalte und auch die erste Reihe, also das mittlere Element, gleich Spieler 1. Wobei man das natürlich anders lösen würde. Man würde hier wahrscheinlich mit Wahrheitswerten arbeiten, dass man sagt True, False und Null. Oder man arbeitet noch besser mit Integerwerten. Wenn man wirklich Tic-Tac-Toe programmieren will, dann sagt man 0 ist nicht gesetzt, 1 ist Spieler 1, 2 ist Spieler 2. Je nachdem. So, das heißt, wenn ich es mir jetzt hier, wenn ich das einmal hier davor einfüge und das nochmal ausgeben lasse, dann siehst du jetzt, dass wir hier Spieler 1 gesetzt haben. Das ist nur so viel dazu, dass du es mal kurz gesehen hast. Wenn wir das noch brauchen in diesem Kurs, gehe ich da natürlich noch näher drauf ein. Drei Übungsaufgaben habe ich für dich. Aufgabe Nummer 1. Der Benutzer soll hier angeben, wie viele Schulfächer er gleich eingeben möchte, dann anschließend die Anzahl der Schulfächer eingeben und die sollen gleich wieder ausgegeben werden. Ich zeige dir das Ganze einmal. Dann ist es ganz verständlich, was ich meine. Wie viele Schulfächer möchten Sie eingeben? 3. Bitte 3 Schulfächer eingeben. Mathe, Deutsch, Englisch. Und dann sollen die so ausgegeben werden. Aufgabe Nummer 2. Wir wollen hier wieder den Notenschnitt berechnen. Diesmal aber die Noten in einem Array speichern, sodass wir auch am Ende die Noten wieder ausgeben können. Also als erstes Eingaben des Benutzers. Wie viele Noten, aus wie vielen Noten soll der Durchschnitt berechnet werden? Dann natürlich die jeweiligen Noten. Und die Ausgabe soll sein eben alle Noten, aus denen der Schnitt berechnet wurde, plus der Notenschnitt gerundet. Ich zeige es dir auch kurz. Wie viele Noten möchten Sie eingeben? Ich nehme mal mein klassisches Beispiel mit 3. Bitte 3 Noten eingeben, eine 2, eine 3 und eine 3. Denn da können wir testen, ob das Runden gut funktioniert. Und dann haben wir die Ausgabe aus den eingegebenen Noten. Das Ganze wird hier als Double ausgegeben, denn das brauchen wir zum Runden. Ergibt sich ein Schnitt von gerundet XY. Dann Aufgabe Nummer 3. Hier hast du ein Array von mir,
Da sind die Zahlen 3, 4, 2, 9, 8 drin. Das heißt, das Array ist vom Typ Int. Und wir wollen das Maximum hier herausfinden. Das heißt, wenn ich das Programm ausgebe, soll einfach hier Maximum 9 ausgegeben werden. Und eben die größte Zahl hier. Es sind wohlgemerkt nur positive Zahlen. Kleiner Tipp, du musst hier, um das zu lösen, auch das Array anschauen und über jedes drüber gehen und jede Zahl einzeln betrachten. Also wir sehen uns gleich bei der Verbesserung. Ich gehe mit dir alles in Kürze durch. Bis gleich. Aufgabe Nummer 1. Naja, das ist alles halb so wild. Wir haben hier wieder unseren Scanner. Dann fragen wir, wie viele Schulfächer eingegeben werden sollen. Der Scanner nimmt das Ganze entgegen und speichert es in Anzahl Schulfächer. Dann sagen wir hier, bitte Anzahl der Schulfächer eingeben. Wir erstellen hier unser Array, das heißt, wir sagen Array Typ String, Schulfächer ist gleich New String und das hat eben die Größe Anzahl der Schulfächer, die der Benutzer eingegeben hat. Dann haben wir hier unsere Vorschleife, mit der wir das Ganze befüllen. Da sagen wir für Integer i gleich 0, während i kleiner als die Anzahl der Schulfächer, gehen wir da einmal drüber und sagen eben für Schulfächer, also für unser Array an der jeweiligen Stelle i, soll der Wert gespeichert werden, der als nächstes eingegeben wird. Dann schließen wir den Scanner und geben das Ganze wieder aus, indem wir eben sagen, für den String Schulfach aus Schulfächer, gib uns bitte einmal in jedem Durchlauf das Schulfach aus. Getestet haben wir es ja schon. Aufgabe Nummer 2. Wir haben hier wieder unseren Scanner. Das gleiche nochmal, wie viele Schulnoten möchten Sie eingeben, wird wieder gespeichert im Integerwert Anzahl Noten. Dann habe ich hier mir noch den Double-Notenwert erzeugt. Da will ich nämlich wieder alle Noten zusammenrechnen, um später den Durchschnitt berechnen zu können. Dann habe ich den Double-Notenschnitt und den Double-Notenschnitt gerundet. So, ich erzeuge mir, nachdem ich den Benutzer eben hier gefragt habe, wie viele Noten er mir eingeben möchte, erzeuge ich mir hier mein Array vom Typ Double. Array-Noten gleich New Double, eben die Größe Anzahl Noten. Dann fordere ich den Benutzer auf, mir eben die Noten nacheinander einzugeben. Und wir haben hier wieder unsere Vorschleife, wie gewohnt. Und wir nehmen eben in jedem Durchgang jetzt die Note entgegen. Dazu habe ich mir jetzt wieder einen Double da drin, eine neue Variable initialisiert. Das ist immer die aktuelle Note und die wird in jedem Durchgang, nimmt die eben den Wert, den eingegebenen, entgegen als Double. Der Benutzer kann auch einfach eine 3 schreiben, das wird trotzdem als 3,0 entgegengenommen. Und dann füge ich eben an der Stelle i wieder die aktuelle Note hinzu und auf den Notenwert rechne ich die aktuelle Note drauf. Dann berechne ich den Notenschnitt wieder wie gewohnt, also Notenschnitt ist Notenwert geteilt durch die Anzahl der Noten. Ich runde den wieder mit der Methode math.round und gebe das Ganze einmal aus. Also aus den eingegebenen Noten, dann gebe ich das Array aus, arrays.toString, ergibt sich ein Schnitt von Notenschnitt gerundet. Aufgabe Nummer 3. Da haben wir hier eben unser Array. Dann erstelle ich mir eine neue Zahl und zwar nenne ich den Integer Maximum. Ich will jetzt praktisch über das Array drüber gehen und die erste Zahl, anders gesagt, ich will über das Array drüber gehen und will prüfen, ist die jeweilige Zahl größer als meine 0? Wenn sie größer als meine 0 ist, dann überschreibe ich diese 0 und speichere da die Zahl in meinem Wert Maximum. Dann habe ich ja immer die höchste drin und wenn wieder eine höhere kommt, wird die wieder überschrieben. Das heißt, für jede Zahl aus unserer Zahlenmenge ist unser Array, haben wir eine if-Abfrage und zwar sagen wir, wenn die Zahl, bei der wir gerade sind, die wir gerade betrachten, größer ist als unser Maximum, also als unsere 0, dann setze das Maximum auf unsere Zahl. Das heißt, jetzt im ersten Durchgang passiert was? Unser Maximum ist 0, also wenn die Zahl, die 3 also, größer ist als Maximum, ist sie, 3 ist größer als 0, dann Maximum ist gleich Zahl, also wird die 3 im Wert Maximum gespeichert. So geht es jetzt durch und jeweils, wenn eine größere Zahl ist, wird das Ganze überschrieben. Hiermit geben wir es aus. Das war's soweit mit diesem Video hier. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe, du konntest dir da viel mitnehmen und hattest Spaß beim Selbstprogrammieren. Im nächsten Video schauen wir uns die ArrayLists an. Wenn dir der Kurs und das Video hier gefällt, hinterlass mir gerne eine positive Bewertung und ein Abo. Wir sehen uns. Bis gleich.